Hey Fabio, das ist Alicias Klingel. Wer ist Alicia? Alicia ist meine vor 2 Jahren verstorbene Frau. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. 4.500 Kilometer per Fahrrad. Bei dem Projekt Ride for All will er nach Cabo da Roca. In die Pedale tritt er allein. Aber er weiß, dass seine Frau, die er 2019 an Blutkrebs verlor, immer bei ihm ist. Und dann ist da natürlich noch sein kleiner Hund. Es geht an den westlichsten Punkt des europäischen Festlands. Dort, wo man Südamerika am nächsten ist. Wir freuen uns, dass er kurz einen kleinen Zwischenstopp bei uns gemacht hat. Fabio, meet Benedikt Gößmann. Yeah. Die Klingel ist nämlich nicht nur eine einfache Fahrradklingel, sondern Alicia hat die genutzt, dass sie sich Aufmerksamkeit quasi bei uns dadurch geholt hat und hat halt uns gerufen, als sie zu Hause war und halt von der Leukämie geschwächt nicht so laut rufen konnte. Mhm. Entsprechend hat sie dann halt einfach sich so Aufmerksamkeit bei uns geholt, damit wir ihr zum Beispiel einfach mal Wasser ans Bett bringen konnten. Wie ist das so in Sachen Vorsorge oder woran merkt man das, dass man... Also geht es einem einfach schlecht, man geht zum Arzt und auf einmal kommt dann so eine Diagnose oder wie äußert sich sowas? Ja, also Alicia hatte eigentlich ganz normale Grippesymptome und ja, ein bisschen Husten, war ein bisschen schlapp und das ging einfach nicht weg. Also man dachte, okay, es ist jetzt eine ganz normale Grippe oder wie auch immer, es geht nach einer Woche weg, aber es ging nicht weg. Und dann hat sich es über 2 Wochen hingezogen und dann sind wir halt nochmal zum Arzt gegangen. Dann hat gesagt, okay, dann müssen wir erstmal eine Blutuntersuchung machen. Mhm. Es hatte sich dann halt auch gehäuft in den letzten Tagen, dass sie auch kleine blaue Flecken am Körper hatte. Mhm. Daraufhin halt die Blutuntersuchung und dann mussten wir übers Wochenende noch das Ergebnis abwarten. Und dann hat er uns am Montag quasi der Arzt angerufen, ja, wir müssen nochmal vorbeikommen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Und ja gut, dann spielt natürlich der Kopf erstmal verrückt und irgendwie Kopfkino, was kann das alles sein? Ja. Und als wir dann ins Krankenhaus gegangen sind, dann zum ersten Mal das Wort Leukämie zu hören, das ist natürlich erstmal wirklich ein Schlag ins Gesicht. Hm. Ja. Krass, ich erinnere mich gerade an eine Situation, die wo ich mich, glaube ich, so ein bisschen reinversetzen kann. Ich bin mal mit dem Bike gestürzt. Habe irgendeinen Sprung gemacht und hatte quasi so ein Rückwärtssalto gemacht und war zu schnell und bin quasi hinter der Landung aufgekommen und bin dann gegen irgendeinen Stein geknallt und habe mir quasi die Eier am Sattel so richtig krass gematscht. So. Richtig krass. Ich lag da und dachte so, wow, da ist jetzt was kaputt. So. Krasse Horror-Stories im Kopf gehabt, habe 10 Minuten mich nicht bewegt und irgendwann dann aufgestanden, geguckt, okay, kein Blut, alles gut. So. Ja. Und bin dann abends ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und der Arzt guckt sich das so an, macht so Ultraschall und so. Und stellt mir auf einmal die Frage so, ja, wie alt sind Sie? Und ich so, ja, so und so. Und da wurde es mir schon komisch, weil ich so dachte, so, ja, was hat das jetzt zu tun? Was will der so? Und da meint er so, er wird mir gerne Blut abnehmen. Ja. Und habe ich dann halt mitgemacht und habe dann fast 2 Stunden gewartet. Und dann kam er wieder mit einer Arzthelferin und meint so, ja, wir würden Sie gerne hier lassen, am Freitag operieren. Für ihn sieht das Ganze aus wie ein Tumor. Oh, wow. Und ich dachte so, ich war gerade irgendwie von... Ich hatte einen neuen Sponsor, ich kam aus den USA gerade zurück vom Trip und war so, alles war gerade richtig happy, cool, ja. Und auf einmal so bam. Mhm. Und wenn ich noch irgendwie Kinder zeigen wollte, sollte ich irgendwie noch hier was einfrieren lassen und es war alles so bam, 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 so von jetzt auf gleich. Und dann dachte ich keine Ahnung, du bist gerade bei wie viel km/h da voll auf deine Eier geknallt, so, da muss man ja irgendwas sehen. So. Und dann hat er mir aber erklärt, nee, das ist so und so sieht das aus und bla. Und da ich zum Glück schon viele Verletzungen hatte, dachte ich, okay, ich lasse mich jetzt hier nicht operieren so und da irgendwas rumschnibbeln. Ich gehe erst nochmal zum anderen Arzt und dann bin ich dahin und dann meinte der so, ja, ich sehe schon, was der meint. So. Und dann war da nochmal nochmal ein kleiner Downer. Schock. Und dann hat man es aber verständigt, dass ich 3 Wochen warte. Und der andere Arzt meinte so, ja, ich darf keine Zeit vergehen lassen, es kann streuen und alles so. Und am Ende war es dann zum Glück nur ein Hämatom, es war dann einfach weg.
Aber da kann ich so ein bisschen mir vorstellen, wie das ist. Ja, wenn man die Diagnose erstmal so hört oder okay, Tumor, dann spielt natürlich der Kopf verrückt. Ne? Ja, komplett. Hat dir das denn irgendwie was gezeigt? Also denkst du jetzt über Dinge nochmal irgendwie anders oder dass du da jetzt irgendwie nochmal bewusster mit umgehst oder so? Also ist das so ein prägender Moment für dich gewesen, dass es irgendwie sich geäußert hat in einer anderen Denkweise jetzt oder so? Ich weiß nicht, ich war einfach dankbar, dass es nicht so war, wie da vermutet in dem Moment. Ich muss sagen, dass ich vorher schon mal so ein paar Momente hatte. Also ich hatte mal einen Milzriss, wo ich dann irgendwie innere Blutungen irgendwo in den USA hatte und da das auch sehr, sehr kritisch war. Oder mal einen Überfall auf Sizilien, wo ich Knarre am Kopf hatte und dachte, krass, ich sterbe halt jetzt so. Von daher hatte ich schon oft immer versucht, auch wenn das auch nicht immer funktioniert, so den Moment dafür dankbar zu sein. Aber dann kommt mal dieser Alltagtrott wieder rein und es läuft alles und dann vergisst man das wieder. Aber ich hatte noch eine andere Situation. Ein Freund von mir ist vor einigen Jahren schwer beim Rennen in Mexiko gestürzt. Und der war mehrere Monate im Koma, musste sprechen lernen und so weiter. Und ich habe sehr viel Zeit mit ihm in der Reha verbracht und dann sowas auch gemacht wie Zähne geputzt, so, weil er war überhaupt, wie so ein Wachkoma war das nachher. Wow. Und manchmal, wenn ich irgendwie abends mit der Zahnbürste da stehe, denke ich mir so, ja, sei froh, dass du dir selbst die Zähne putzen kannst. So. Und das hat so eine Kleinigkeit, die so selbstverständlich ist, aber ich glaube, da muss man sich manchmal irgendwie erinnern, wie dankbar man fürs Leben sein muss und für Gesundheit. Okay. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt vorstellen würde, meine Frau würde versterben, wie geht man damit um? Du nutzt offenbar die Energie in so ein Projekt rein. Wie bist du damit umgegangen? Also ich kann mir vorstellen, man fällt erstmal ein krasses Loch oder hat sich das schon aus Gesprächen mit ihr ergeben? Wie bist du damit umgegangen? Ja, also natürlich ist es erstmal ein krasser Schlag, wenn man seine Frau verliert und mit 33 ist sie verstorben an Leukämie, aber sie war halt auch einfach eine Person, die das Leben sehr positiv gesehen hat, die nach vorne gegangen ist und sehr fröhlich war und war auch ansteckend und ich glaube, immer wenn man so einen Menschen in sein Leben lässt, dann hinterlässt es halt Spuren und Alicia hat halt die Spur bei mir hinterlassen, dass ich diese positive Energie auch irgendwie spüre und auch irgendwie versuche, das halt umzusetzen in diese Motivation, in den Antrieb und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut momentan. So hat es mir halt auch geholfen in der ganzen Verarbeitung. Ja. Einfach auch zu wissen, okay, hey Alicia, würde das so wollen, Alicia wird das voll unterstützen und das hilft auf jeden Fall in der Verarbeitung auch. Ja, ja. Und wie wird deine Fahrradtour ablaufen? Also was hast du konkret vor? Wie wirst du das Ganze begleiten, dass du da eben auch die Aufmerksamkeit für DKMS bekommst, die du dir da wünschst? Ja, ich fahre ja von Paderborn, meinem Heimatdorf in dem Sinne, fahre ich los, 4.500 Kilometer bis nach Lissabon. Das ist der Ort, der Südamerika am nächsten liegt, quasi vom europäischen Festland. Ja. Und dass ich halt auf dem Weg möchte ich halt Spenden sammeln für die DKMS, die dann damit halt in Chile vor allem halt auch Projekt unterstützt, um die Menschen in Südamerika halt auch zu unterstützen. Natürlich hier auch in Deutschland, aber halt auch in Südamerika, da Alicia halt aus Ecuador stammte, also aus Südamerika. Okay. Und daher diese Verbindung halt mit Südamerika, mit der DKMS und genau, das ist so das Ziel, das Projekt, was ich ins Leben rufe. Und ja, ich möchte das halt einfach teilen auf dem Weg und vielleicht Interessierte, die sich das dann anschauen, dazu bewegen, da auch etwas zu spenden, auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken, zu sagen, okay, es geht auch anderen Menschen in anderen Ländern schlecht oder schlechter als uns vielleicht wie hier. Und dass es halt schon eine große Diskrepanz gibt in der Versorgung, in Südamerika und in Deutschland und darauf aufmerksam zu machen und den einen oder anderen vielleicht dazu zu bewegen, ja okay, ich möchte mich da engagieren, ich finde das klasse und würde da spenden, das ist so meine Motivation. Und auf welcher Plattform kann man das Ganze verfolgen? Also wenn ich habe so eine kleine Seite gemacht, Internetseite kann man das sehen, aber halt auch werde ich so ein bisschen auf Instagram ein bisschen posten, ein bisschen dabei begleiten, wo ich gerade bin. Also da kann man das sicherlich folgen, genau.
krass. Ja, ich habe da echt allerhöchsten Respekt vor. Also ich meine, man geht ja manchmal so im Kopf vor, so vor was hat man Angst, was könnte Schlimmes passieren, um einen aus dem Leben irgendwie so zu reißen. Und wie ist das jetzt, wenn du an diese Tour denkst? Also ich meine, du wirst hier alleine fahren, die Tour. Mhm. Und ich meine, jeder, der mal irgendwie alleine unterwegs war, draußen gepennt hat, der weiß, dann holen einen auch mal Gedanken ein. Hast du da... Ist das für dich quasi ein Prozess, das Ganze auch nochmal weiter zu verarbeiten und du stellst dich dann quasi diesen Gedanken oder ja, wie gehst du daran? Also ganz alleine bin ich ja gar nicht. Ich nehme nämlich meinen kleinen Hund mit. Ah, cool. Der Malteser Bruno, der kommt vorne ins kleine Körbchen. Geil. Von daher bin ich nicht ganz alleine, aber ja, es war Alicias Hund, den sie quasi in unsere Familie reingebracht hat, mhm, und den nehme ich natürlich jetzt auch mit auf die Reise. Von daher bin ich nicht ganz alleine. Ja, also für mich war, als ich diese E-Mail zur Einladung zu diesem Talk bekommen habe, war erstmal so, okay, ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, ich habe das mal irgendwo gehört, aber ich bin wirklich der totale Noob. Also ich habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, die so, ja, ich bin auch registriert und so. Und wie läuft das ab? Also man hat öfters gehört, kriegt irgendwie Stäbchen im Mund und dann wird man registriert. Gab es für Alicia dann Spender? Wie läuft sowas ab? Ja, genau, also die Registrierung ist ja wirklich ganz einfach. Das ist über so ein Kit, wo man dann sich einfach ein bisschen die Mundschleimhaut oder wie auch immer halt Material aufsammelt in auf so einem Wattestäbchen und somit dann halt im Labor analysieren kann, welche Merkmale, HLA-Merkmale du hast und somit wirst du aufgenommen in die Spenderkartei, wo dann halt für einen Blutkrebspatienten in dieser Kartei nach einem passenden Spender gesucht werden kann. Und ja, für Alicia wurde tatsächlich in einer Kartei sogar zwei Spender gefunden. Mhm. Und das war natürlich auch nochmal für uns super ein Etappenziel, wo wir gesagt haben, hey, auch das ist wieder ein Hoffnungsschimmer, auch daran können wir uns klammern. Und dafür können wir wieder träumen und Pläne schmieden für die Zukunft, weil es uns ein Stück weit wieder in die Richtung bringt, dass wir zusammen ein gesundes Leben führen können. Ja, also das ist wirklich, wirklich wichtig, da in der Datenbank halt einfach dann zu sein über die Registrierung. Genau, wie das genau abläuft, kann dann bestimmt auch uns Ivy erzählen. Ja, Ivy, wie geht das? Erstmal hallo ihr beiden, wie gefällt euch mein neuer Look? Ich habe ein bisschen abgenommen. Benedikt hat den Registrierungsprozess schon ziemlich gut beschrieben. Ich möchte euch aber noch erzählen, was passiert, wenn man als SpenderIn in Frage kommt. Dann nimmt die DKMS direkt Kontakt zu dir auf, um die Bestätigungstypisierung mit dir zu starten. Hier wird nochmal präziser analysiert, wie gut du als SpenderIn tatsächlich passt. Wenn du das perfekte Match bist, kommt es noch zu einer genauen Untersuchung, die sicherstellen soll, dass du fit genug bist, Stammzellen zu spenden. Der Schutz der SpenderInnen ist uns nämlich besonders wichtig. Und wenn auch hier alles glatt läuft, kommt es im Idealfall zur Spende. Dieser Prozess dauert oft ein paar Wochen. Vielen Dank. Ja, danke, Ivy. Ja, dann gab es zwei Spender. Und wie ging das dann weiter? Ja, also wir waren natürlich total froh, dass auch bei der Untersuchung ihrer Krebszellen oder ihrer Zellen generell halt keine Krebszellen mehr gefunden wurden. Durch die Chemotherapie ist das ja das Ziel, dass halt auch keine Krebszellen mehr gefunden wurden. Und das haben wir sogar auch erreicht. In der Hinterhand hatten wir halt immer noch die zwei Spender, die möglichen Spender. Aber dann war es wirklich so, dass einfach ein Infekt sich so ausgeartet hatte bei Alicia, dass sie erkrankt ist, hatte dann Fieber und das hat sich dann so ausgeweitet, dass es bis zu einer Sepsis, also einer Blutvergiftung gekommen ist. Oh, okay. Und das konnte ihr geschwächter Körper durch die Chemotherapie und ihr ganzes Immunsystem ist ja durch die Chemotherapie angegriffen, konnte sie halt nicht mehr bekämpfen und ist dann leider sehr schnell, innerhalb von 3 Tagen, dann verstorben. Ich denke mal, auf der Fahrradtour wird es bei mir auch mal Schmerzen geben, wenn man halt jeden Tag irgendwie 80 Kilometer mit dem Rad fährt. Ja. Wie du es schaffst, dich dann irgendwie nochmal zu pushen. Hast du irgendwie einen Tipp für mich? Also ich würde mich da jetzt nicht als Profi bezeichnen, weil ich sehe mich immer auch jemand, der immer lernt und deshalb diese ganzen Projekte dann eben macht, um sich weiterzuentwickeln. Aber mir hilft es immer, dass ich mir kleine Ziele stecke. Also was weiß ich, alle 25 Kilometer
isst du einen Riegel oder du sagst dir, okay, egal was kommt, heute mache ich noch Kilometer XY voll. Und wenn dein Bein meint, weh zu tun, dann sagst du halt deinem Bein, ja, gerade keine Chance, wir bringen das jetzt noch zu Ende und nachher kann dir alles wehtun und dann kannst du dich ausheulen. Also oft beleidige ich mich auch selbst im Kopf, so, dass ich halt irgendwie sage, ey du Lappen, jetzt stell dich nicht so an. Also ist immer so ein Dialog irgendwie im Kopf und ja, irgendwie so. Ja, schon ein Battle dann mit sich selber halt so. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe letztens noch einen schönen Satz gehört, als ich mit einem Kumpel, der so Ultramarathons macht, der mich begleitet hat bei dem dritten Versuch vom 100-Kilometer-Lauf, der meinte von irgendeinem Läufer, ich kenne den Namen nicht, der sagt immer, sobald es weh tut, einfach lächeln. Ja, und, das habe ich dann auch angewandt und irgendwie funktioniert das tatsächlich. Also wenn du irgendwie nicht mehr kannst, einfach lächeln und weitermachen. Den Spruch werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, da werde ich dran denken, an dich und an die Aktion. Ja, ich möchte ja mit meinem Ride for All vor allem ja auch auf die Situation weltweit oder auch speziell in Südamerika, in Chile Aufmerksamkeit generieren. Und ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen, dass es halt wirklich ein weltweites Thema ist. Ich glaube, in Deutschland sind wir sehr gut aufgestellt mit der DKMS, die schon seit Jahren hier gute Arbeit verrichtet und viele Spender hier schon generieren konnte. Aber wie ist das eigentlich weltweit? Vielleicht kann uns Ivy nochmal helfen. Ivy hilft gerne. Insgesamt sind wir in 7 Ländern aktiv und alle Daten fließen in den internationalen Suchpool. Dabei ist besonders wichtig, die Datei so divers wie möglich zu halten. Denn Gewebemerkmale werden vererbt und unterscheiden sich so je nach Region. Um so vielen BlutkrebspatientInnen wie möglich helfen zu können, benötigen wir also auch möglichst viele Menschen mit verschiedenen Gewebemerkmalen in der Datei. Ivy, verstehe ich das richtig? Also schickt die DKMS also in die ganze Welt auch Spenden? Auch da liegst du wieder komplett richtig. Jeden Tag erreichen ca. 21 Spenden der DKMS Blutkrebspatientinnen auf der ganzen Welt und ermöglichen damit neue Lebenschancen. Wie ist das eigentlich bei dir? Bist du jetzt registriert? Du hattest eben, glaube ich, gesagt. Ja, genau. Ich wollte es gerade ansprechen. Also ich hatte eben schon gesagt, ich bin der totale Noob in dem Thema. Und diese E-Mail und dann die Story von dir ist für mich so der erste Berührungspunkt, wo ich dann dachte, okay, irgendwie eine Sache, die ich unterstützen möchte und dann eben, wie gesagt, mit meiner Frau drüber gesprochen, die so, ja klar, habe ich da schon, bin ich registriert und so und ich bin tatsächlich bisher noch nicht registriert. Also ja, hast du Bock drauf? Ich glaube, wir haben hier ein Kit, dann könnten wir das direkt erledigen. Klar, können wir gerne machen. Ja, los dann. Hier haben wir auch direkt das Registrierungskit. Mhm. Ich finde es klasse, dass du es direkt machst und dass du dich bereit erklärst, aufgenommen zu werden. Ja, klar. Genau, das sind die Stäbchen, so einfach ist es. 3 Stäbchen nimmst du einzeln raus und dann jeweils 60 Sekunden, einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite und dann im ganzen Mundraum und dann jeweils 2 Minuten trocknen lassen und dann war es das schon. Alright. So easy ist es, also wenn man es aufkriegt. Ich wollte gerade sagen, falls ich es hier hinbekomme. Genau. Ich habe Angst, dass mir gleich die Sabbe einfach aufschlagen. Kein Problem, schneiden wir raus. Okay. Ja, mein Mund wirkt gerade irgendwie undicht. Aber ich glaube, du kannst auch schon das nächste nehmen. Du sag mal, was mir gerade so noch einfällt, du hast ja echt viele, viele Tattoos. Aha. Hast du irgendein besonderes, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig oder so? Oder generell, warum pinselst du dich komplett voll? Ja, vorneweg, jedes der Tattoos hat eine Bedeutung, ist entweder irgendwas zu meiner Lebenseinstellung oder irgendein Ereignis. Und warum habe ich das gemacht? Gefällt mir einfach. Also ich bin früher halt so durch den Sport, den ich mache, so mit diesen ganzen Extremsportleuten, Videos aus den USA groß geworden. Ja. Und für mich war immer klar, wenn ich 18 bin, dann lasse ich mich zuhacken. Ja, das war so der Punkt. Ja. Okay. Und irgendein Tattoo, was du uns zeigen könntest, was irgendwie so eine besondere Bedeutung vielleicht auch zu unserem Gespräch irgendwie heute hat? Also zum Beispiel mir im Hals, das ist eine Sanduhr mit Flügeln und darunter, was man jetzt nicht sieht, steht No Time to Waste. Also gerade dieser Punkt mit, dass man seine Lebenszeit entsprechend nutzt, dass man dankbar ist und halt sich immer erinnert, dass die Zeit halt am Fliegen ist so und vergeht. Das ist cool. Und dann bei mir auf den Fingern Sink or Swim, also gib alles oder geh unter. Ich glaube, jetzt hast du es schon echt geschafft. Ja. Jetzt müssen wir es nur noch 2 Minuten trocknen lassen. Ah, krass. Und dann bist du schon registriert. Nice. Ja, super easy. Also genau, das kriegt man nach Hause, oder was? Genau, die Stäbchen kriegst du nach Hause mit dem Umschlag. Dann
führst du das so aus, wie ich es gerade erklärt habe oder wie du es gerade gemacht hast? Auch für Leute wie mich erklärt, wie man es macht. Okay. Genau. Alright. Fabio, ich glaube, jetzt kannst du es schon reinpacken. Okay. Genau. Also einfach so. Genau, einfach zusammen reinpacken. Getrocknet ist es ja. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Kleber und dann kannst du es zupacken. Und dann geht's ab in die Post. Alrighty. Perfekt. Easy. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Jetzt auch so Natura. Und finde ich richtig cool, dass du deine Storys auch geteilt hast. Und ich finde auch, dass man total schnell merkt, dass egal aus welcher Richtung man kommt, doch irgendwo auch einen gemeinsamen Nenner finden kann. Ja. Und viel über das Leben irgendwie gleich denken kann. Und ja, aus verschiedenen Erfahrungen vielleicht sogar die gleichen Schlüsse ziehen kann. Das finde ich immer spannend. Ja, ja, ging mir genauso. Ja. Vielen Dank. Yeah. Hier findet ihr das nächste Video und hier natürlich den gesamten YouTube-Kanal. Und natürlich, wenn ihr euch registrieren lassen wollt, geht es auch über diesen Link. Und dann, wenn ihr das Gespräch in voller Länge hören wollt, einfach da schauen, wo es Podcasts gibt. Da gibt es das. Nämlich überall.